Hallo, heute das Thema Hilfestellung beim Kauf einer Eigentumswohnung. Zu Gast habe ich diesmal den Makler meines Vertrauens, Martin Kausch. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Okay, und wir legen direkt los mit Punkt Nummer 1, Lage. Was heißt das? Das heißt ja viel und nichts. Bei der Lage muss man unterscheiden, wofür kaufe ich meine Eigentumswohnung? Habe ich eine Familie oder habe ich ältere Leute? Bei Senioren zum Beispiel, Verkehrsmittel, Ärzte, Altersheime, Pflegebereiche, das muss alles in der Nähe sein. Und bei jungen Familien zum Beispiel, die als Mieter in Frage kommen oder selber nutzen wollen, Schulen, Restaurants, Kindergärten, Spielplätze. Allgemein bei Lage ist aber wichtig Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, das heißt Busse oder Bahn. Das Allerwichtigste. Man sollte einfach mal um das Objekt herumschleichen. Denn Lage heißt, auch wie sind die Nachbarn, ist es ein gutes Viertel, ist es ein schlechtes Viertel. Am besten mit dem Fahrrad vorbeifahren, zu verschiedenen Tageszeiten, am Samstag, mal am Sonntag, mal während der Woche. Dann kriegt man ein relativ gutes Gefühl für das Objekt. Und jetzt geht's nach innen. Und zwar der Zustand der Wohnung. Da fällt mir als erstes ein, der bauliche Zustand. Wenn ich eine Wohnung habe mit dem alten Teppichboden, Bäder aus den 70er Jahren, türkisfarbene Fliesen, dann kriege ich heute keine guten Mieter mehr für diese Objekte. Das heißt, ich muss gucken, wenn ich ein Objekt kaufe, wie viel muss ich noch investieren? Denn kommt ja auf den Kaufpreis drauf und muss mitfinanziert werden. Zustand der Wohnung muss auch immer auf die Zielgruppe passen. Ich sag mal ältere Zielgruppe, höhere Ansprüche, gepflegterer Zustand, Studenten vielleicht nicht so sehr. Jetzt geht's zum Papierkram. Da werfe ich dir erstmal ein paar Stichworte an den Kopf und die können wir dann abarbeiten. Gut. Teilungserklärung, Wirtschaftsplan, Versammlungsprotokolle. Habe ich noch was vergessen? Abrechnung, Beschlussfassung, Beschlusssammlung. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Dann leg mal los. Ich würde sagen, Teilungserklärung. Also Teilungserklärung ist eigentlich, ich sage immer, das Grundgesetz der Eigentümergemeinschaft. Dort ist also Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung. Dort ist geregelt, was zu welcher Wohnung gehört, was ist Gemeinschaftseigentum. Wie darf ich meine Wohnung nutzen? Zum Beispiel darf ich ein Gewerbe reinmachen? Darf ich Bürofläche reinmachen? Ist es reine Wohnnutzung? Wie werden die Kosten verteilt? Also das wird ja einmal festgelegt vom Notar und kann man auch nicht ändern. Man kann nur sagen, ich übernehme das oder ich lasse den Kauf sein. Teilungserklärung sieht man zum Beispiel, gehören Stellplätze dazu oder sind die im Gemeinschaftseigentum? Gehört die Terrasse dazu? Habe ich ein Sondernutzungsrecht? Ist das aufgeteilt? Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema sind die Aufzüge. Wir haben bei älteren Anlagen ist es so, dass zum Beispiel auch die Wohnungen für den Aufzug zahlen müssen, die den Aufzug gar nicht benutzen können, weil er im Nachbarhaus ist. Oh, das gibt immer großen Ärger. Ist bei den alten Teilungserklärungen aber so geregelt, das war damals so üblich. Das heißt, ich muss halt wissen, wenn ich mir sowas kaufe, ich zahle Kosten, obwohl ich gar nichts davon habe. Und die Teilungserklärung ist immer in der Grundakte beim Grundbuchamt zu finden. Also selbst wenn der Eigentümer sagt, ich habe die nicht oder so, kein Thema, die kriegt man, weil die so wichtig ist, die ist archiviert. Wobei man sagen muss, ein guter Makler bereitet das ordentlich auf. Ja, ist okay. Okay. So, das nächste, Versammlung. Ja, da gibt es eigentlich zwei Punkte, die Protokolle. Also ich empfehle immer mindestens die letzten drei Protokolle lesen. Ja, warum? Man sieht Streithammel. Genau, man sieht sofort, ist es eine verstrittene Gemeinschaft. Wenn da steht, wurde Prozesse, Gerichtsverfahren sind, ich kriege mit, ob alle das Wohngeld zahlen. Ich kann gucken, sind irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Vielleicht noch ein kurzer Punkt. Es gibt eine sogenannte Beschlusssammlung beim Verwalter. Da sind alle wichtigen Beschlüsse aufgeführt. Also wenn ich die Protokolle nicht vorliegen habe, der Verwalter hat diese Sammlung und da kann man nachgucken, was wurde beschlossen. Wirtschaftsplan und die Abrechnung. Ja. Warum? Weil das eigentlich die finanzielle Lage der Eigentümergemeinschaft darstellt. Ist zum Beispiel, wenn ich die Protokolle gelesen habe und habe gesehen, es gibt eine Sanierung, kann ich auf der Abrechnung gucken, ist eine Rücklage angespart worden. Oder gibt es keine Rücklage? Es gibt viele Häuser, wo die Eigentümer kleinkariert sind und sagen, wir wollen keine richtige Rücklage anspannen, das brauchen wir nicht. Das ist ein Risiko, denn wenn mal was kommt... Das gibt dann Sonderumlagen. Und es gibt ja Eigentümer, die vielleicht so knapp finanziert sind, denen tut das richtig weh und das kann Probleme geben. Ja, Abrechnung ist Vergangenheit orientiert, das sind die wirklich angefallenen Kosten und der Wirtschaftsplan ist mehr in die Zukunft orientiert. Und der Wirtschaftsplan ist halt wichtig, weil das ist eine Kostenschätzung. Da sehe ich ja praktisch, was für Kosten der Verwalter kalkuliert hat. Und aufgrund dessen wird ja auch mein aktuelles Wohngeld ermittelt.
Energieausweis. Mhm. Man muss nur aufpassen, es gibt welche Art von Energieausweis hat. Das ist jetzt ein separates Thema. Da habe ich aber auch einen eigenen Film drüber gemacht. Ne? Aber aufgrund dessen kann ich halt sehen, wie ist der Energieverbrauch des Hauses. Ne? Und es ist auch hinten aufgeführt, was für Verbesserungen man machen könnte. Und dann muss man wissen, es könnte vielleicht von der Gemeinschaft in Zukunft beschlossen werden. Deswegen ist dieser Energieausweis eigentlich so wichtig. Das Grundbuch. Aus dem Grundbuch sieht man nämlich, welchen Miteigentumsanteil hat die Wohnung. Der ist wichtig bei der Kostentragung. Man sieht aber auch, was gehört zur Wohnung. Also gehört eine Garage dazu, ja, ein Stellplatz. Sieht auch, welche Wohnung man kauft. Und so kann man genau sehen mit dem Grundbuch und der Teilungserklärung und den Teilungsplänen kann man genau sehen, welche Wohnung. Im Grundbuch steht Wohnung Nummer 7 im ersten OG rechts. Genau. Und dann kann man an den Aufteilungsplänen genau gucken, das ist die Wohnung Nummer 7, denn die ist auch dann zum Beispiel umringelt farbig angelegt. Das sollte auch unbedingt überprüft werden immer, ob halt der Verkäufer oder der Makler auch die richtige Wohnung verkauft. Bei den Sachen so 70er, 60er, 70er Jahre Bauten gibt es bei Garagen meistens nur einen Garagenhof, wo man einen sogenannten Anteil hat. Wobei ich das die Fläche Gemeinschaftseigentum, man hat nur das Nutzungsrecht an einer Garage. Und bei den modernen Bauten hat man wie bei einer Wohnung eine separate Nummer zugewiesen bekommen. Wenn man das Nutzungsrecht hat, ist es letztendlich vom Wert gleich. Es ist zwar rechtlich nicht so fest, richtig. Wertmäßig macht es keinen Unterschied, das hat sich eigentlich rausgebildet. Dann ist es halt wichtig, sich die zugrunde liegende Vereinbarung der Eigentümer zu gucken, wo geregelt ist, wer welche Garage nutzen darf. Mhm. Und im Grundbuch kann man zum Beispiel auch sehen, gehört ein Kellerraum dazu. Manchmal sind die nämlich auch nicht fest zugeteilt, sondern es hat sich irgendwie so rausgebildet, der nutzt den und den, ist aber eigentlich rechtlich dann nicht verbindlich. Ja. Und jetzt Mietverhältnisse, ganz, ganz wichtig. Ich muss ja gucken, welche Miete habe ich? Habe ich Mieterhöhungspotenziale? Was für Nebenkosten lege ich um? Lege ich alle um? Also ich sehe zum Beispiel bei meinen Gutachten ganz oft, dann wird da ein bisschen was reingeschrieben, rausgekreuzt, dass eben nicht alle Nebenkosten umgelegt werden und die bleiben beim Vermieter und mindern ja die Miete. Die Mietverträge halt von Leuten ausgefüllt werden, die damit nicht täglich beschäftigt werden. Das war jetzt sehr nett formuliert. Man sollte das Leuten überlassen, die es können. Okay, also Ratschlag, Mietvertrag in Kopie übergeben lassen, dass man sehen kann, was wird umgelegt, wie lange läuft das Mietverhältnis und wie sind die Mieten. Genau. Und man sollte sich auch erkundigen, ob die Mieten auch alle gezahlt werden. Denn es ist ja ein Unterschied, ob man was vereinbart hat und ob der Mieter vielleicht die Miete mindert oder im Rückstand ist. Genau. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Was ist wichtig? Die Lage, dann der innere Zustand der Wohnung, dann der Papierkram, Wirtschaftsplan, Teilungserklärung, die Abrechnungen und das Grundbuch und der Energieausweis. Dann sind auch Sie auf der sicheren Seite beim Kauf Ihrer Wohnung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, denken Sie dran, Daumen hoch und abonnieren Sie meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.